Zum Einmotten gibt es natürlich so ein paar Dinge, die man tun, die es bleiben lassen sollte. Ich meine, wenn Sie das Motorrad pflegen und das schön abstellen, ist es okay. Wenn Sie es aber reinigen und man geht dann so Dampfstrahle und sagt, okay, ich mache jetzt den ganzen Dreck da rund und vor allem die Kette ist richtig dreckig, die muss ich richtig abstrahlen. Das tut dem Motorrad nicht gut. Das heißt, wenn man das abdampft, dann sollte man tunlichst die Lagerstellen an Rädern und sowas vermeiden. Die Kette ist ein Thema, das wird mit dem Dampfstrahl nicht besser. Da nimmt man auch Petroleum, einen Lappen, dann geht der ganze Dreck nämlich ab, als ob es Staub wäre. Wenn Sie das Motorrad im Herbst einfach hinstellen, passiert, wenn es in der Garage ist, nicht viel. Im Freien überwintern, das mag ein Motorrad gar nicht. Also da wäre zunächst mal wichtig, sich eine Abdeckung zu besorgen. Wenn es dann irgendwo steht, müssen Sie natürlich aufpassen, wenn es abgemeldet ist, muss es aus dem öffentlichen Verkehrsraum raus. Das heißt, Sie können sich auf der Straße oder im Gehweg abstellen, wenn da kein Schild dran ist. Notwendig wäre, dass man das Motorrad erstmal wäscht, dann den Tank voll machen, denn der Tank ist meistens aus Stahlblech, das könnte rosten, vor allem wenn das Motorrad draußen steht. Dann wäre nicht schlecht, im Herbst noch einen Ölwechsel zu machen. Wenn der eh ansteht, dann lieber im Herbst als im Frühjahr, dann ist der Dreck aus dem Motor draußen, das frische Öl tut dem Motor gut. Ansonsten den Luftdruck etwas erhöhen, denn das steht ja auf den Rädern in der Regel, das Motorrad, dann passiert da gar nichts. Man kann das Motorrad ein bisschen einsprühen mit so einem schützenden Film. Man nimmt entweder Petroleum oder so Waffenöl, hat man früher genommen, so Ballistol, um so einen Schutzfilm über das Motorrad zu kriegen. Das schadet dem Lack nichts und da ist halt immer das Problem wegen der Korrosion, wenn es draußen steht. Wenn Sie die Batterie drin lassen im Motorrad, dann wäre es ganz günstig, die abzuklemmen. Oder wenn Sie es nicht abklemmen, gibt es die Möglichkeit, so ein Frischhaltegerät zu kaufen. Das gibt es überall. In der Regel ist aber so, wenn Sie ein Standardmotorrad fahren, hält die Batterie das halbe Jahr problemlos durch. Mal ist ein bisschen einsam, können Sie ja hingehen, ein bisschen kuscheln, dann freut sich das Motorrad und kennt Sie im Frühjahr auch wieder.